So, heute möchte ich euch zeigen, wie man den Sparrenplan überträgt. Wir haben ja hier ein klassisches Pultdach und dazu müssen wir jetzt den Sparrenplan zeichnen. Der ist relativ einfach und kann relativ schnell übertragen werden. Wir werden den auch gleich dann benennen mit Haupt- und Nebenträgern und dem Raster werden wir auch gleich alle Bezeichnungen geben bzw. es einfügen. Zuerst möchte ich mal sagen, ich habe das jetzt hier mal ein bisschen nach Schritten geordnet, meine Datei, und möchte da kurz nochmal darauf eingehen, welche Schritte wir bisher erledigt haben. Ihr kennt noch den Entwurfsplan, das heißt, ihr habt das nachgezeichnet von der Skizze ab, habt das mal hier in eine Reihenform gebracht, das relativ einfach war. Danach haben wir Schnitte festgelegt, haben die Schnitte für die Entwurfsplanung gemacht, das heißt, wir haben auch mal festgelegt, was passiert im Innenraum, wenn wir nochmal reinzoomen, Treppen. Zugänge, Schnitte, welche Sachen sieht man? Ja, hier schon einzelne Details mit dem Schlafbereich. Wir haben das Fundament schon mal hier einmal so angezeichnet und die Grundrisse in verschiedenen Höhen angegeben. Danach haben wir uns mit der Fassade beschäftigt. Wir haben einmal gesagt, okay, wir wollen darauf eine Holzfassade anlegen, wir wollen das Blechdach anlegen, haben die Details mal ausgearbeitet. Und sind dann direkt von dem Punkt in Schritt 4 und haben tatsächlich mal wirklich die ganzen Schnitte, die wir vorher angelegt haben, in Details ausgearbeitet. Wenn wir nun diese Schnitte über diese Ansichten legen, werden wir merken, dass wir Maßveränderungen haben, weil sich auf einmal in der Detailplanung ganz viele Maße neu definieren. Sei es, dass wir Fundamente neu berechnen müssen, Decken, Wandstärken etc. pp. Das ist ein normaler Prozess, das heißt, wenn wir an Schritt 4 angekommen sind, haben wir eigentlich die Enddimension des Gebäudes erreicht. Dann müsst ihr Schritt 3, eventuell Schritt 2 fällt raus, aber Schritt 3 müsst ihr auf jeden Fall nachzeichnen, das heißt Größen anpassen. In diesem Fall habe ich da schon einiges gemacht. Ich habe die Ansichten hier, die Fensterfronten geändert. Die Rückansicht ist noch nicht geändert. Wenn wir die draufziehen, sehen wir, die ist kleiner. Die müsste man noch ändern. Und auch die Fensteransichten da, die müssen geändert werden. Die Seitenansichten haben sich kaum geändert. Die habe ich so gelassen, da habe ich das angepasst in der Detailzeichnung. So, nun gehen wir zu Schritt 5. Ich habe das hier mal übertragen und hier werden wir den Sparrenplan nach den Detailzeichnungen auch ausarbeiten. Als erstes legen wir ein Layer an und sagen neu und nennen das Ganze Sparrenplan. Hier drunter können wir ein Sublayer generieren, wie zum Beispiel jetzt in dem Fall Hauptträger, Entschuldigung, gerade einen Hänger gehabt. Hauptträger, New Layer, Nebenträger und dann könnte man jetzt auch sagen, hier könnte man in die Bemaßung reingehen. Wir könnten auch einen New Layer machen, wo einfach drauf steht Bemaßung nochmals, dass wir das nochmal einzeln haben. Ich weiß nicht, ob das viel Sinn macht. Ich probiere es einfach mal. Und darauf machen wir New Sublayer und da machen wir jetzt hier das Grid bzw. Raster. Und da machen wir New Layer und da geben wir mal Bezeichnung. So. Das Ganze hätten wir jetzt einfach mal schlauerweise direkt eine Strichstärke geben können, aber es spielt eigentlich auch keine Rolle. Wir gehen mal hin und sagen Hauptträger 05, Hauptträger und Nebenträger werden Strichstärke 05 gezeigt. Nein, 03 natürlich, Blödsinn. Es sind ja nur normale Ansichten. Und alles, was mit Bemaßung zu tun hat, machen wir auf 018. Wir können aber auch schon das Raster einer bestimmten Linie zuordnen. So, jetzt, oh, Entschuldigung. Ich wollte das hier doch nicht wegziehen, sondern ein bisschen breiter. So ist das angenehmer. Raster können wir einfach sagen, das ist Dark Gray. Und wir machen dem Raster, geben wir diese Linien Border. Keine Ahnung. Nehme ich jetzt einfach mal. Ansonsten sind das andere Vorlinien, Bezeichnung, Vorlinie, Bemaßung.
können wir auch Volllinie lassen, 0,18. Das andere können wir die normale Bemaßung machen. Gut, wir brauchen als erstes jetzt nun die Hidden Line bzw. die Hilfslinien. So, wir haben jetzt den Layer Hilfslinie ausgewählt und wollen jetzt einfach mal hier Hilfslinien hochziehen. Das geht natürlich über Smart Track, indem wir sagen, einfache Linien zeichnen. Und wir wollen das hier nach oben projizieren. Da funktioniert das eigentlich. Und da, wie gesagt, das nicht immer so sauber abläuft, mache ich mir in dem Fall einfach gleich mal den Hauptträger hier hoch. Ja. Den können wir jetzt etwas verschieben, indem wir. Oh, das sollte so nicht sein. Indem wir halt den Gumball etwas anpassen und technisch gesehen können wir jetzt auch einfach sagen, wir machen hier wieder ein Array-Tool und sagen jetzt einfach mal 5 und dieser Balken soll von hier bis hier, 5 reichen gar nicht, hätte ich mal nachzählen können, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, wir löschen das Ganze, sonst ist es doppelt gemoppelt. Select Array, Enter und dann geben wir 8 ein. Und wir gehen nach hinten und dann haben wir unsere Balken da liegen, wie wir sie brauchen. Uns fehlt noch der vordere Balken, das war natürlich von mir nicht sehr schlau gemacht. Allerdings auch gar kein Riesenproblem. Wir haben ja das Ganze hier noch so mit dem Gumball. In dieser Position, bei dem müsste das auch so sein. Und hier können wir das auf den Balken regeln, weil der ist jetzt ein bisschen enger dran. Nun, jetzt können wir sagen, weil es ein relativ einfaches Dach ist, die Hauptträger haben wir angelegt. Wir markieren die uns mal und ziehen die einfach hier rüber. Und wir haben den Befehl Rotate, ich habe den auf Steuerung R. Machen wir das Ganze in eine gerade Position. Und schauen uns dann gleich mal die Nebenträger an. So, wir wollen die Nebenträger nun anlegen und schauen uns nochmal das Detail an. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nebenträger. Die Nebenträger haben eine Größe von 60 cm, 6 cm, 60 mm, Entschuldigung, und hier steht jetzt 169 Höhe. Die stimmt natürlich nicht, weil wir haben hier das Dach schräg geschnitten. Die Höhe ist 160 mm. Und wir wissen jetzt aber Folgendes: Wir brauchen ein Rectangle hier an der Außenseite mit 60. Wir gehen hin und sagen hier XY min und geben hier 0,06 ein. Das ist also ein Nebenträger und den muss ich jetzt hier rüber. Mit einem. Diesen Nebenträger muss ich jetzt hier mit dem Array-Befehl oder mit dem Spiegelbefehl und dann selbstständig aufteilen, hier an eine Reihe aufziehen, rüber kopieren. Wir können das jetzt nun machen mit einer Linie oder beziehungsweise einen kleinen Trick anwenden. Wir kopieren den ersten und setzen den nun mal ganz außen hin. Oder wir hätten den auch nicht kopiert und hätten einfach gesagt, eine Linie minus 60. Wir machen jetzt einfach die Linie hier hin, nehmen diese Curve. Und sagen, das ist unser Nebenträger. Wir machen jetzt ein Array Along Path. Nun fragt er uns das Objekt. Das drücken wir Enter. Dann fragt er uns die Curve. Und jetzt sagen wir, ah, wir brauchen 7 Stück voreingestellt. Und nun haben wir die 7 kleinen Nebenträgerchen hier mit dem Array-Befehl schon hergestellt. Positionieren sie noch richtig. Und nun gehen wir mal hin und sagen, die soll auch auf den richtigen Layer. Das sind Nebenträger und das sind die Hauptträger. Und nun wechseln wir auch hier zu den Nebenträgern. Nun,
Wir kopieren die ganze Sache mal nach unten und schauen uns an, wie das beim nächsten läuft. Wir wissen, dass der Abstand zwischen dem ersten Balken und dem nächsten Balken nicht mehr mit dem 62,5er Raster übereinstimmt. Daher müssen wir das jetzt ändern, indem wir die Curve Points anmachen und diese nach unten setzen. Und jetzt könnt. Oh, Entschuldigung, das hat nicht geklappt. Nun können wir das Ganze jetzt hier spiegeln und das durchspiegeln, wenn wir das wollen. Das geht. Oder ihr macht wieder ein Array. Ich habe jetzt hier schon angefangen. Das heißt, ich kann das jetzt auch einfach mal komplett spiegeln. Und dann bin ich schon beim untersten Nebenträger und der ist noch nicht auf dem richtigen Layer, warum auch immer. Hauptträger, Entschuldigung. Das spiegeln wir natürlich jetzt auch schon. Und merken, ach ja, hier stimmt der Balkenabstand ja auch nicht. Was heißt stimmt nicht? Er ist nicht im gleichen Raster wie die oberen oder die mittleren Balken. Das müssen wir natürlich dann noch anpassen. Und schon haben wir im Prinzip unseren Sparrenplan von oben gezeichnet. Nun wäre das Raster dran. So, wir legen jetzt mal einen Raster an und gehen da folgenderweise vor. Wir gehen jetzt erstmal auf den Punkt Raster und ziehen eine Linie von der Mitte runter und ziehen das dann auf die Mitte des gesamten Objektes. Das könnten wir eigentlich auch so festlegen, indem wir hier ein Rectangle ziehen und das Ganze mit dem Gumball hier in die Mitte verschieben. Gut, wir können das jetzt mit Hilfe des Array-Befehls einfach dem anderen Raster anpassen, oder beziehungsweise den anderen Nebenträgern anpassen. Das wollen wir jetzt mal machen, wir schauen uns aber erstmal, wie groß das ist. Und das Raster geben wir einfach mal ein gesundes Maß und sagen, hier aus der Mitte raus bitte 6. Wir können das ja nachher noch verändern, bloß nicht, dass alle unterschiedlich sind nachher. Und den Array-Befehl nehmen wir jetzt, drücken Enter mal bei 8 und sagen hier bitte in Mitte jedes Rasterpunktes. Das war ja eins zu viel, wir wissen ja, wir haben 7. Wir gehen hin, das eine, was zu viel ist, holen wir uns wieder zurück und drehen das um 90 Grad. Passt uns ja gerade, dass es übrig ist und legen das auf die Mitte von hier und auch von hier. Können wir das auch mal auf den 6. Metern lassen. Und nun müssen wir jetzt als erstes das hier runterziehen. Das können wir jetzt nicht mit dem Array machen, weil wir haben ja unterschiedliche Abstände. Nun können wir den Array anwenden. 8 und da wird es auch wieder 1 zu viel sein. Das macht uns aber gar nichts. Wir nehmen das einfach und korrigieren das Ganze. Und schon haben wir unsere Rasterpunkte im Sparrenplan eingezeichnet. Wir können jetzt noch folgendermaßen hingehen, wie wir in der Vorlesung gelernt haben, wie wir die Nebenträger bezeichnen. So, wir haben jetzt ein Raster drüber gelegt. Wir können jetzt auch noch ein Hauptraster drüber legen. Das machen wir aber später auf den Grundriss hier. Wir werden jetzt erstmal dieses Raster für den Sparrenplan so lassen und werden die Bezeichnung des Sparrenplans angehen. Wie ihr gelernt habt, werden ja die einzelnen Bauteile, das heißt Dach, Wände, Rückwände mit den 100er Schritten bezeichnen. Das heißt, hier fangen wir mit dem Dach an. Das heißt, alle Bezeichnungen hier drauf fangen mit 100, 101, 102 und so weiter an. Wenn wir dann quasi auf die Wand springen, das heißt, die Aufbau des Ständerkonstruktion der Wand bezeichnen, würden wir die 200er Schritte nehmen und hinten Rückwand 300. Wir bleiben erstmal hier beim Sparrenplan und bezeichnen nun die Nebenträger. Dazu kann man klassisch hier einfach mal einen Kreis aufziehen. Diesen Kreis nehmen wir dann hier in die Bemaßung Bezeichnung rein und geben einen Text dazu ein. Der Text ist bei mir gerade 4 mm hoch, das muss er natürlich nicht sein. Der sollte 60 mm mal hoch sein, beziehungsweise könnte man 100 machen und sagen 1, 100. Der ist schon ganz schön groß. Das liegt an der
Entschuldigung, hier Schrift. An den Properties, die ich umgestellt habe. Das heißt, hier wird es ja im 10er Schritt vergrößert. Wir gruppieren das Ganze. Störung G und, achso, wir haben jetzt eine Sache nicht gemacht, die möchte ich vorher machen. Hier in dem Fall macht es natürlich Sinn, sowas wie das Align hier, Align Centers zu nehmen. Dann wissen wir auch, dass das genau mittig ist. Und nun können wir das Ganze auch gruppieren und skalieren, je nachdem, wenn es uns noch zu groß ist. Und sagen, hier die Hauptträger 100 und der Nebenträger, kopieren wir das raus. Nennen wir das Ganze hier, können wir noch zugreifen, 101 Nebenträger. Ja. Das Ganze können wir dann, in dem Fall müssen wir da 102 und 103 noch dazu machen. Das heißt, ich würde jetzt hier hingehen, den 102 nennen und den 103, weil die haben ein anderes Maß. Das ist wichtig, sonst sägt jemand diese Balken im gleichen Maß ab und dann gibt es Fehler eventuell im Aufbau, wenn einer die Gesamtlänge nicht überprüft. Daher geben wir es einfach an, damit wäre es erledigt. Wir können dann eine Legende nebendran zeichnen und sagen, in dem Fall halt falsches Texttool, wir wollen natürlich das Texttool und sagen hier 100, wir haben hier Nebenträger. Fangen wir trotzdem an. 100 Nebenträger. Schauen wir mal, wie das aussieht. Viel zu groß, natürlich. Habe ich dann nicht auf 10 geändert. Und geben dann das Ganze genauso wie in der Vorlesung angegeben ist an. Ich habe gerade selber nochmal in der Vorlesung nachgeschaut, das ist schon eine Weile her, wo ich das selber gemacht habe. Das wird natürlich nicht mit 100 Start angegeben, es wird mit 101 angegeben. Das heißt, wir müssen 101 Nebenträger und wir haben hier eine Überschrift, Text nochmal und sagen dann zum Beispiel Dachaufbau, können wir es nennen. Oder Sparren, Sparrenplan, nehmen wir es Dach. Einfach nur schlichtweg Dach und sagen, Überschrift ist jetzt hier 15, ist ein bisschen fetter. Und unten drunter macht ihr dann 101, und dann könnt ihr das auch Ganze einfach nur NT nennen. Das wäre jetzt der Nebenträger, wäre 102. Wir können das Ganze weiter kopieren und sagen, 103, Nebenträger ist ja auch nochmal. Und hier auch, 104. Das Beste wäre, das Ganze in eine Tabelle zu verpacken. Das könnt ihr schon selber bauen. Da muss ich euch jetzt nicht zeigen, wie man das macht. Und nun gebt ihr hier auch die Maße des Trägers an. Hier, Hauptträger wäre in dem Fall KVH 116 mal 10 TA für Tanne. 16 auf 10 cm. Tannenholz. Ja? Das Mal macht man nicht, fällt mir gerade auf, sondern man macht hier einen Schrägstrich, also für den Querschnitt. Und bei den Nebenträgern macht ihr das ähnlich. Da geht ihr hin, KVH, und da wissen wir, es ist 60 auf 100. 60 auf 160, genau. Das heißt 160, 16 mal 16 Schrägstrich 6 TA. Kopiert das einfach und fügt das jeweils den Sachen hinzu. Und schon hättet ihr die Bezeichnung nebendran sitzen. Das ist schon mal ganz wichtig. Man kann das sicherlich immer schöner machen und so weiter und so fort. Nun, jetzt kann man die Rasterbemaßung machen im Prinzip. Wir könnten jetzt also hingehen, die einzelnen Punkte hier bemaßen, doch wir sind noch nicht so weit. Wir wollten erstmal das Raster herstellen und die Bezeichnung für den Sparrenplan machen. Das haben wir jetzt erledigt. Das heißt, wir können uns jetzt an die Wände machen. So, um den Aufbau von der Wand zu zeichnen, habe ich jetzt mal hier diese Ansicht kopiert. Das ist ja eigentlich auch die Ansicht von oben. Wir können die jetzt auch rauslöschen, die brauchen wir nicht mehr.
Notfalls hätten wir sie oben noch als Ersatz. Ich habe einige Sachen rausgelöscht, die Fensterfronten. Hier müssten wir noch einige Dinge rauslöschen, wie der Aufbau von dem Bauteil ist. Genau. Worum geht es jetzt eigentlich? Wir wollen die Ständerkonstruktion hier hinten einzeichnen. Wir haben ja den Sparrenplan, der liegt jetzt hier aber halt orthogonal zur Konstruktionsebene, nicht mehr mit dem Gebäude vereinbart. Und wir haben das hier, den Grundriss. Den drehen wir jetzt mal um 90 Grad. Und in dem Fall in die falsche Richtung gedreht. Das heißt 180 Grad. Gruppieren das Ganze mal und setzen das auf die vorderste Front. Und jetzt kommen wieder unsere Hilfslinien ins Spiel. Beziehungsweise können wir auch gleich die Balken zeichnen. Das heißt, wir haben hier jetzt Balkenständer stehen, die auch wichtig sind für uns. Das heißt, wir haben wieder einen neuen Layer. Wir können jetzt hier Sparren planen. Wir könnten den kopieren oder duplizieren. Duplicate Layer. Yes to all. Und wir geben dem neuen Namen. Das geht jetzt im Moment nicht, weil wir da oben noch einen Befehl aktiv haben. Rename Layer. Und da können wir jetzt Wandaufbau. Ständerwand. Können wir es einfach. Ständerwand. Ist doch besser. Ständeraufbau. Wieso, was ist denn das für ein Blödsinn? Ständerwand wollte ich so nennen. Gut. Da hätten wir jetzt wieder Hauptträger, Nebenträger. Das können wir mal so lassen. Wir bleiben, gehen jetzt mal auf den Layer Hauptträger und sagen einfach, hey, wir müssen diese hier nach unten ziehen. Wir können auch was Einfacheres machen. Wir können diese Group nehmen, jeweils. Und sagen, die ziehen wir nach unten. Und machen das folgendermaßen. Kopieren das einfach. Und nun seht ihr hier, das ist schon übereinstimmend mit dem anderen Balken. Das ist schon mal ganz gut. Und wir müssten eventuell hier die Fenster noch berücksichtigen. Müssen wir nicht eventuell, sondern wir müssten das natürlich machen. Kopieren das Ganze mal. Bis ans Ende. Am Ende müsste dann eigentlich der Träger quer stehen, beziehungsweise müsste dieser Träger, müssen wir uns nochmal im Grundriss anschauen, wie die aufeinander prallen. Ach so, das sehen wir hier gar nicht. Das heißt, wir legen das jetzt fest. Der kommt an diese Ecke. So. Ach, das ist zum Beispiel hier. Das ist immer sehr gut. Ich sehe jetzt hier, ich stehe jetzt ein bisschen über. Das heißt, eigentlich stimmen unsere Grundrisse und die Zeichnung nicht ganz überein. Das heißt, wenn das bei euch so ist, müsst ihr es bitte ändern. Ansonsten habt ihr nämlich nachher ein Problem. So, der nächste Schritt ist einfach zu sagen, ich löse die Gruppierung auf und ziehe diese Xen raus und sage nun, ihr seid meine meine Ständer, meine Balken, die ich nach oben ziehen möchte. In erster Linie möchte ich ihn nach unten ziehen und ich sage, unten gibt es noch einen Stützbalken, einen Querbalken, den ich durchlege. 90 Grad auf das Betonteil. Da mache ich, sage ich mal, noch 0,005 nach oben und ziehe das auf jeweils auf die Enden der Balken. Und auch hier bis ans Ende. Nun, jetzt ist der Ablauf relativ klar. Wir ziehen mit Hilfe der Control Points das Ganze nach unten und passen das nach oben an. Das machen wir das gleiche mit dem auch. So, ich habe das jetzt mal nach oben gezogen und ich habe auch schon die Dachsparren hier rausgelöscht. Wir wissen jetzt, die Oberkante des Daches ist hier. Das heißt, da kommt auch unser Nebenträger drauf, beziehungsweise unser Hauptträger, weil wir werden auch hier einen Hauptträger verbauen müssen. Wir kopieren das Ganze jetzt mal nach oben und gehen mal einfach auf den Punkt hier, beziehungsweise den Punkt drunter, weil wir werden da auch eine Platte oben drauf machen. Dann ist das ein sauberer Abschluss. Ah ja, das ist manchmal ein bisschen doof. Vielleicht ist es logischer, denn
Gumball bis ans Ende zu ziehen und hier in dem Fall bis hierhin das zu ziehen. Und dann nochmal mit dem Befehl Rotate passen wir das Ganze an die Schräge an. Und nun sehen wir hier, passt es noch nicht ganz so in diese Richtung noch. Da ist ja Ende des Trägers. Und nun können wir folgende Sache anwenden und können sagen, wir wollen eine neue, wir wollen das einfach abschneiden. Das könnte in dem Fall so gut funktionieren, indem wir das Trim-Tool anwenden. Und hier in dem Fall wäre das hier. Einfach hier mal wegschneiden. Das Ganze können wir hier drinnen machen noch. Da wir es nicht mit einer Schraffur belegen müssen, ist es auch egal, wenn es am Schluss eine Open Curve ist. Sieht ja keiner, beim Druck fällt es nicht auf. Gut. Und somit hätten wir schon unsere Ständerwand hier hinten ganz gut gezeichnet. Es fehlt jetzt noch der Fensteraufbau. Das müssten wir jetzt hier reinziehen mit dem Schnitt. Das heißt, hier sehen wir auch noch kein Fenster, aber hier sehen wir ein Fenster. Das heißt, der Frontalschnitt gibt uns ungefähr vor, wo wir die Balkenseiten unterbrechen müssen. Ich werde das mal vorarbeiten. So, ich habe jetzt mal den Schnitt hierher kopiert und wir müssen jetzt ein bisschen tricksen, weil sonst geht das zeitlich euch auf die Nerven, glaube ich. Wir haben ja hier einen Fensteraufbau und wir können jetzt eine Hilfslinie mal rüberziehen und sagen, bis dahin muss die Fensteröffnung sein und bis dahin auch. Und da geben wir dem Ganzen noch etwas Luft. Wir wissen ja, hier ist das Ende des Fensterbrettes und wir sagen jetzt einfach, da ist noch der Fensterrahmen eingebaut. Wir müssen jetzt mal schauen auf dem Grundriss, wenn hier das Fensterbrett ist, beziehungsweise der Balken direkt an dem Fensterbrett dran, dann machen wir das hier auch so, wenn das gut passt. Das heißt, in dem Fall müsst ihr jetzt, wir können noch eine Hilfslinie oben runterziehen, das ist ja sehr, sehr vorteilhaft. Und zwar hier kommt der Balken hier hin. Ah, das passt ja auch wunderbar. Nun müssen wir sogenannte Kämpfer einziehen. Und diese Kämpfer sind diese Teile hier. Die nehmen wir natürlich auch zu 100er wahr. Und sagen in dem Fall 0.1. Die werden hier mit den Balken verbunden. Und wir wissen auch, dass die eigentlich bis hier rausgehen, weil das Fenster ja über die Ecke zusammengebaut ist. Das Ganze kopieren wir nach unten und nun haben wir eigentlich im Prinzip, wenn wir die Hilfslinie mal noch wegmachen, die brauchen wir nicht mehr, schon klar, wo das Fenster sitzt und jetzt gehen wir hin und machen das gleiche wieder wie vorher. Wir trimmen die Linien raus. So, auch das Ganze machen wir hier, weil die oberen Linien lassen wir auf das Ding hier drauf laufen. Und hier auch, dann sieht das sauber aus. Und wir wissen auch, dass hier der Beton durchläuft. Das müssen wir auch noch ändern. Aber für den Spangenplan ist es in Ordnung. Das heißt, was können wir jetzt rauslöschen? Das Teil brauchen wir eigentlich auch nicht, weil das können wir höchstens so im Hintergrund drin lassen. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Wir wollen ja nur die Wand wissen. Und das Teil brauchen wir dann dementsprechend auch nicht. Und den hinteren Teil machen wir auch mal weg. So sieht das ungefähr aus. Jetzt gehen wir nur noch hin und sagen, die ganzen Träger, hier, die machen wir auf den richtigen Layer. Und sagen Ständerwand, Hauptträger, beziehungsweise hier, Nebenträger. Und das hier ist auch der Nebenträger in dem Fall. So, das Fenster hätten, den Fensterausschnitt hätten wir soweit, beziehungsweise stimmt was nicht ganz. Wir sehen ja im Hintergrund eigentlich den
Hauptträger noch durchgehen. Das heißt, hier sieht man ja noch eigentlich. Ah nee, eigentlich sieht man es nicht. Lassen wir weg. Das ist Blödsinn. Wir sehen ja nur die Ansicht der Wand. Hier wird es ein bisschen kniffliger. Ihr seht hier den ganzen Aufbau. Und den möchte ich jetzt genauer erklären, den werde ich aber das euch vorarbeiten. So, nun kommen wir jetzt zur Dachrinnensituation hier vorne. Ich habe jetzt schon einiges rausgelöscht. Wir schauen uns nochmal die ganze Option hier an. Ne? Wie ihr seht, hinteren Wände sind weg. Es gibt eigentlich nur noch das Betonbauteil, das Tragteil unten drunter. Zum Verständnis, das muss auch noch abgeändert werden, weil das endet ja ungefähr hier. Gehen wir mal hier hin an die Situation. Ihr seht jetzt hier diesen Träger oben drauf, hier runterkommen. Der läuft nicht bis ganz hin, weil wir hier noch ein bisschen isolieren wollen. Wir könnten aber auch sagen, wir lassen den Träger hier auslaufen. Bis hier vorne an die Dachrinne. Und das gleiche machen wir hier. So muss das jetzt hier nochmal ein bisschen, ist natürlich hier so falsch. Einen Moment. Ah, wir machen es anders. Und zwar machen wir mal eine folgende Sache. Insert Control Point und geben hier einfach hier, ich möchte hier einen Control Point, drück Enter. Und nun kann ich mit dem Control Point, dann kann ich mit dem Move-Befehl einfach hier nach oben ziehen. Und dann würde der Balken so aussehen. Nun haben wir diesen Träger, der nach oben geht, diesen Ständer, der geht bis ganz nach oben, beziehungsweise könnten wir jetzt einfach sagen, wir machen den nicht bis ganz nach oben, sondern ziehen den auf das hier nach unten. Und den ziehen wir nach vorne. Das ist beliebig. Das können wir. Hier wäre die Entscheidung, dass der Träger hier dazu, beziehungsweise dieses Querverbindungselement hier auf dem aufliegt. Das ist statisch natürlich immer besser. Hier kommt auch nochmal ein bisschen Druck drauf. Am Schluss werden das aber alles auch mit diesen Weichfaserplatten und mit den USB-Platten ausgesteift. Und wir haben dann quasi genug Material, um das Ganze als eine stabile Wand auszubilden. Nun hat man hier ganz schön lange Bauteile. Die könnten natürlich jetzt rein durch die Platten ausgesteift werden. Es könnte sich jetzt aber auch anbieten zu sagen, ach, wir unterbrechen das Ganze hier nochmal. Und zwar machen wir einen Träger bzw. einen Balken. Ups, sorry, irgendwie hat Rhino, seit ich relativ viele Bauteile drin habe, Probleme mit den Fangfunktionen. Folgendes, wir können den Träger dann hier hin machen, sagen, das kommt auf die mittlere Ebene. Und jetzt können wir wieder das gleiche Prinzip wie vorher anwenden und sagen, Trim, Trim, oh, das will er nicht. Warum will er es nicht? Ich habe nicht alles markiert, was ich trimmen möchte. Also hier, 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 das hat es nicht gemacht. Und hier. Irgendwie steht das jetzt da vorne über. Vielleicht habe ich das gerade vorhin verschoben. Vielleicht steht das hier aber auch über. Ach ja, ich habe das an den Balken hier angepasst, an den da, der sich im Grundriss. Also ihr seht, es gibt immer wieder so kleine Punkte, die sich im Laufe der Detailplanung dann nochmal ändern. Das muss man dann jeweils anpassen. So, nun können wir eigentlich alles löschen, was wir nicht mehr brauchen. Wir lassen den Träger natürlich drin. Und wir hätten den anderen Träger auch drin lassen sollen. Tatsächlich, rein fürs Verständnis, holen wir den gleich nochmal rein. Wir haben ja nochmals die Zeichnung. Und zwar, wo haben wir den? Hier oben. Und zwar meinte ich den hier. Den kopieren wir uns jetzt mal raus. Und schieben den da unten hin. Schauen wir mal, wo der genau liegt. Ich weiß es gar nicht mehr, jetzt wo alles weggelöscht ist. Liegt der genau an dem Balken an der Unterkante, die hier ankommt? Er liegt hier, oder wir machen uns das jetzt mal ganz einfach. Wir machen uns hier einen Abstandshelfer und sagen, N,
Ah, da liegt richtig. Seht ihr? Alles richtig gemacht. Gut, so sieht das dann ungefähr aus, euer Wandaufbauplan von der linken Wand quasi. Was machen wir jetzt noch? Wir löschen das Ganze hier raus. Das heißt, wir machen hier mal die Schraffur raus und sagen ganz einfach, weil es am schnellsten geht, wir ziehen hier ein Rectangle auf und schieben das bis ganz rüber an die Wand und machen das, lassen es ein bisschen zurück, 5 mm, 1 cm zurück, minus 0,01 und löschen das Ganze. Dem Ganzen geben wir ein Hatch. Und zwar wissen wir ja schon welches. Stahlbeton. Und 15 haben wir hier. Jetzt können wir sagen, das hier brauchen wir nicht mehr. Die Gruppe, wir haben alles übertragen und diese Gruppe brauchen wir auch nicht mehr. Und wir können das Ganze jetzt hier gruppieren. Können nochmal schauen, was das jetzt ist und können das Ganze jetzt beschriften. So, auch hier gehen wir jetzt wie folgt vor. Wir haben hier unsere Zahlen, das heißt 101. Wir kopieren das Ganze mal und bezeichnen unsere Hauptträger. Und alle Sachen, die sich ändern, werden nun bezeichnet. Das heißt, es gibt auch hier die Nebenträger und hier unten und hier oben. Beziehungsweise der obere ist eigentlich relativ gleich. Es gibt noch den hier, der sich ändert, der Kämpfer. Ansonsten sind diese Nebenträger relativ gleich. Hier nennen wir dann, wir fangen jetzt auch mal an, die Bezeichnung anders zu benennen. Und zwar sagen wir hier, das sind die Ständer, das sind die Hauptträger. Ich habe das jetzt die ganze Zeit falsch gesagt. Und das wären die Nebenträger quasi. Das heißt, wir müssen hier das Ganze ändern in die Zahl 200. Und das machen wir jetzt mal mit allen. So, wie ihr seht, habe ich jetzt die Zahlen in die 200er Klasse umgeändert. Wir können jetzt hier auch sagen, hier oben, das machen wir auch auf 204. Und nun geht das Ganze natürlich wieder in eine Legende rein. Und in diesem Fall wäre es die Ständerwand. Und nun können wir sagen, mit 204 müssen wir hier umändern. KVH Nebenträger, das wäre ein Hauptträger in dem Fall. KVH 16 auf 60, das hat er jetzt nicht mehr. Wir wissen jetzt folgendermaßen, wir haben hier im Box-Edit eine Höhe von 80 und wir müssen jetzt mal die Breite uns anschauen. Das heißt, hier ein Objekt raussuchen von 140. Das heißt, das hier wäre bei 204 nicht mehr 16 auf 6, sondern 14 auf 8. Ja, Tanne. Das machen wir jetzt natürlich mit allen Trägern und allen Ständern und etc. pp. Und wenn ihr dann fertig seid, dann habt ihr das alles hier eingetragen, beziehungsweise hier habe ich die 203 ist ein Nebenträger und 202 ist ein Nebenträger. Den nennen wir jetzt mal einfach Kämpfer auch. Ich bin mir nicht sicher, also ihr könnt das auch Nebenträger lassen. Kämpfer ist ein Ausdruck, den ich so kenne, bin mir derzeit aber nicht sicher, ob man den auch im umgangssprachlichen Ton oder im Fachjargon das Architektur benutzt. Deswegen, ich will es euch nur als Beispiel zeigen. Das wird man auf jeden Fall auf der Baustelle verstehen. Gut, wir legen ein Raster an. Mit dem Raster gehen wir folgt vor. Wir kopieren uns einfach mal hier oben die Rasterlinien raus und schauen mal, wie das unten ungefähr passt. Drehen das um 90 Grad und schieben das mal hier hin und legen das natürlich wieder am Anfang auf die Mitte eines Konstruktionselementes. Nun können wir das Ganze hier anpassen und können dann quasi unser Raster fortführen. Das machen wir jetzt mal bis nach vorne hin.
Und dieses Raster, wenn wir das dann nach vorne hin gemacht haben, können wir das einfach mal auf 8 erhöhen. Entschuldigung, es ist ja jetzt so 8 hier bitte. Und dann können wir das in die Mitte reinlegen. Ich ziehe es mal unten ein bisschen raus, damit wir hier einfach auch nochmal die Mitte festlegen, kopieren das Ganze vielleicht und sagen jetzt einfach hier bitte das hier und dann und haben wir das Ganze hier in die Mitte gesetzt. Sieht ein bisschen asymmetrisch aus, liegt daran, dass das Dach hier halt natürlich etwas schräg abfällt. Gut. Jetzt legen wir noch ein horizontales Raster an und das machen wir wie folgt. Wir nehmen doch einfach gerade einfach dieses Raster beziehungsweise ein Rasterpunkt von dem und schieben das hier auch auf die Mitte. Mitte des Bauteils und nun können wir aber auch Mitte des Bauteils hier. Mitte des Bauteils hier. Und ihr ahnt es schon, Mitte des Bauteils hier. Und jetzt gehen wir aber hoch und sagen, hier ein Raster hin. Aber dieses Raster lassen wir jetzt nicht gerade, weil da kann man nicht sauber rechnen. Sondern wir rotieren das und zwar in die genaue Schräglage des Balkens. Wir machen das aber folgendermaßen. Ich kann da unten nicht die Mitte angeben, deswegen ziehe ich es gleich ganz nach oben an den Punkt und sage nun bitte hierher. Und nun wollen wir das Ganze hier in die Mitte legen. Jetzt habe ich das ein bisschen verschoben. Das müsste eh noch länger werden. Wir verlängern das, indem wir den Gumball anpassen und ziehen es raus. Und somit ist das hier auch okay, das zu machen. Das heißt, wir haben einen Rasterpunkt hier in den Träger oben gelegt, in den Träger unten und in die Zwischenelemente. Wir wollen jetzt das Ganze etwas hier runterziehen. Dann können wir die ganze Sache mit den Craft Points und sagen, okay, wir gehen hier auf den höchsten Punkt und dann sagen wir einen halben Meter drüber oder einen Meter drüber. Reicht uns, machen wir einen halben Meter. Das heißt, wir gehen 0,5 zurück, minus 0,5. Und hier unten machen wir das ähnlich. Minus 0,5. So reicht das Raster. Und damit hätten wir das hier auch angelegt. Zum Abschluss, könnte ich jetzt noch sagen, dadurch, dass die Wand ja gespiegelt ist, kann man das auch beidseitig angeben. Die andere Wand sieht ja genauso aus. Was jetzt noch fehlen würde, und das könnt ihr als Übung machen, der hintere Teil, der fehlt noch. Und ihr könntet im Prinzip auch nochmal den vorderen Teil, das wäre dann der Balken. Allerdings würde ich den einfach hier mit einem Leader angeben. Und das wäre in dem Fall so zu machen. Ich gehe auf einen Moment, wo sind meine Drafting Tools? Und da gibt es das Leader. Und dann würde ich den hier einfach mit angeben im Plan und sagen: KVH, Träger über Fenster zum Beispiel. Und dann hat er halt XXXX Querschnitt. Müssen wir jetzt nachschauen, ne? Genauso würde ich das mit dem machen. Da würde ich mir dann nämlich einen Sparrenplan sparen. Ich kann das ja hier auch alles nachher bemaßen. Soweit, so gut. Und wir werden dann im nächsten Schritt einen Rasterpunkt, die ganzen Raster hier auf die Ansichten anlegen, auf die Schnitte. Ja, damit man auch da Raster anlegen kann. Das habt ihr ja auch gelernt in der Vorlesung. Und dann werden wir das Ganze bemaßen.